die heute um 3 Uhr morgens im Internet auftauchte. Meine Kriegserklärung gegen die USA und ihre Verbündeten. Bis der letzte fremde Soldat Georgien verlassen hat, geht ein Krieg weiter, der in den USA und dem Rest der Welt die Leben der Aggressoren kosten wird. Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Wir werden die Tyrannei der USA nicht länger tolerieren. Machte die US-Medien für die Verbreitung von Combine Nicolazes Botschaft verantwortlich. Gegensatz zur Lage an der Heimatfront haben unsere Soldaten in Aserbaidschan die 5. Nacht ohne nennenswerte Gefechte verbracht. Obwohl die Lage noch angespannt ist, war es den Geheimdiensten nicht möglich, weitere georgische Kommandoeinheiten zu ordnen. Haben die Anstrengungen bei der Suche nach Combine Nicolaze verstärkt. Aus US-Geheimdienstquellen verlautbarte, dass die Nachforschungen der Dienste auf die Nachbarstaaten Georgiens ausgedehnt werden. Dabei wird auch eine mögliche Allianz mit... Weil wir hier eine Lage haben, bei der weitere Luftschläge einfach keinen Sinn machen. Nicolazes Armee, wenn man sie so nennen will. Während trauernde Angehörige Gottesdienste abhalten, bereiten sich Amerikas Gesetzeshüter und Truppen auf den nächsten unkalkulierbaren Zug von Combine Nicolaze vor. Und damit willkommen zu einem neuen Parts Minnesel. Carlina Tech Gebäude, Langley, Virginia, USA, 1. November 2004, 1.24 Uhr nachts. Zugang zu Codes, Schlüssel verschaffen. Russische Söldner haben mit der Vernichtung von Beweisen für ihre Aktivitäten von Carlina Tech begonnen. Von ihrer Entdeckung hat Grimms dort hier im Gebäude einen Hacker namens Ivan aufgespürt. Ivan befindet sich im Besitz eines Codeschlüssels, der Third Echelon bei der Suche nach Nicolaze helfen könnte. Und da ist jetzt los. Fischer, dein Ziel ist ein Mann namens Ivan. Nachdem Grimms dort hier in Carlina Techs Server eingedrungen war, sind Nicolazes Männer nervös geworden. Sie haben begonnen, Spuren zu beseitigen, zu denen sie anscheinend auch Ivan und seine Kameraden zählen. Wer ist Ivan? Einer von Nicolazes Spinnern, ein Programmierer. Sie töten ihre eigenen Leute? Sieht ganz so aus. Hoffentlich findest du ihn, bevor sie es tun. Details auf deinem Offset. Ja gut, schauen wir uns das erstmal an. Nein, nicht das. Oh fuck, da kommt jemand. Ich hab da doch was gesehen. Ach was, das ist nur Einbildung, was du da hast. Alles eine Einbildung. Und ich schaue schnell auf dem Offset, wenn ich es finde. Infiltrieren Sie Carlina Tech. Verschaffen Sie Zugang zum Feuerschutzsystem des Carlina Tech-Gebäudes, um die Feuerschutztüren zu öffnen. Finden Sie Ivan, bevor die Russen ihn töten. Okay, Notiz haben wir keine Daten, haben wir hier zwei. Hier einmal die Karte von Carlina Tech. Okay, und hier, was hier? Mit Shift eines Telefonats zwischen einer Grimms-Tür und einem Namen, einen, was? Und einem namens Ivan, aha. Anna Grimstort 9, was? 911, 911. Ist das so eine Notrufnummer oder was? Es handelt sich um einen Notfall. Ja, ich werde Ihnen helfen. Sind Sie in Gefahr? Ja, verdammt! Sie wollen mich umlegen. Die AG, sie ist immer noch da. Ja, Sie müssen mir helfen. Ich habe was? Ach, egal. Sind Sie noch da? Ja, Sie müssen mir helfen. Ich habe Informationen für Ihre Regierung. Wo befinden Sie sich? Bei Carlina Tech, Chain Bridge Road, schnell. Ja. Wie ist Ihr Name? Ich habe den Feueralarm ausgelöst. Sie haben die Notrufleitungen gekappt, aber das Gebäudesystem funktioniert noch. Wie bitte? Ich meine, dass ich im Moment sicher bin, aber wenn Sie durch die Brandtüren kommen, bin ich geliefert. Wie bitte? Ich arbeite für... Was? Combine Nicolaze. Ich habe eine Information. Was? Hm. Vielleicht verraten Sie mir... Na, holen Sie mich hier lebend raus und ich rede. Ich kenne den Namen. Protokolle. Ende. Aha. Okay, und hier? Bewegen Sie sich... Was? Bewegen Sie... Ah, okay. Brücke. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wird es irgendwo angezeigt, wo wir gerade sind? Na, nee, egal. Nicht so wichtig. Oh je. Oh je. Er darf uns nicht erwischen. Safe! Nein! Darf ich mich hier töten? Ich will töten. Darf ich töten? Das musst du doch merken, Mensch. Nein! Hier ist niemand. Geh weg. Geh weg. Ich will da rein. Genau da will ich rein. Genau hier.
Ravu de Wiens, oder? Hallo? Oh, der ist hartnäckig. Der gibt nicht auf. Na warte mit dir, du kriegst was aufs Maul. Und zwar, was haben wir denn da alles? Wir haben jetzt Haftkameras. Da können wir ein paar Feinde ausspähen. In China habe ich das beim ersten Durchspiel sehr oft verwendet. Aber ich glaube, für den reicht ein Taser. So. Verdammt, daneben! Ah. Ja, jetzt haben wir zwei Taser für diesen einen Funzel da verschwendet. Das ist ja mal wieder super klasse für mich gelöst worden. So, das ist die Frage, wir kommen hier an diese Wache, vorbei. Das ist ein bisschen schwieriger. So, wir sind jetzt außerhalb seines Schauwinkels. Ach verdammt, der schaut dahin. Dreh dich um! Vergessen wir's! Ey, komm! Ja, Alter, nur Chuck Norris hätte mich hier jetzt gesehen. Tja, du wolltest es nicht anders. Dein Pech! Soll ich die Leiche... Ja, komm, ich mach's jetzt einfach mal. Nicht, dass wir wieder so, ein Problem kriegen wie im letzten Level. Wo die Leichen immer gefunden wurden. Na, hier ist es zu hell. Hier ist es allgemein überall hell. Da fällt schwer, eine Leiche zu verstecken. Ich versteck's mal bei diesem Taxi dran oder was auch immer das ist. Ein gelbes Auto. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. So, ist zwar nicht der sicherste Punkt, aber es ist ein Punkt, der dunkel ist, ne? Scheiße, ich habe die Steuerung total vergessen. Wie geht das nochmal? Wie schmeiße ich jetzt die Leiche jetzt ab? Ey, bin ich blöd? Hallo? Abschmeißen? Ah, ey, so geht's doch. Ich habe es mindestens ja ungefähr einen Monat nicht mehr gespielt. Seit dem letzten Part. Deswegen kann ich die Steuerung jetzt nicht mehr so richtig. So, hier ist ein Medikit. Ich glaube, das werden wir auch gleich verwenden. Nein, noch nicht. Was haben wir denn da? Okay, interessanter Kalender. Was steht da? Colorado. Colorado Wetter, aha. Okay. Okay. Da steht da. Ich sollte mir nicht die Schilder anschauen, aber ich mach's jetzt. Caution. Wet floor. Und wo geht's hier jetzt rein? Müssen wir an den nächsten Computer ran, oder was? Moment. Wow, Windows 98. Schaut euch mal an, das ist Windows 95. Nee, 98. 01010. Ach, das ist so ein Hacker-Dingsbums. Okay. Wo geht's denn jetzt lang? Hier geht's lang? Ja, hier muss es lang gehen. Können wir da hoch? Nee, ja doch, nee. Stacheldraht, da kommen wir nicht so einfach hoch. Na toll, wir hätten die da hinten gar nicht ausschalten müssen. Das ist immer wieder super gelöst worden von mir. Und hier kommen wir nicht durch. Hier ist ein Gitter, das uns den Weg blockiert. Hey, nicht parken. So, Feuerlöscher, es brennt. Nee. Hier sind wir gespawnt. Vielleicht müssen wir da vorne doch etwas machen. Ah, ja, da vorne, da ist eine Tür, glaube ich, oder? Ja, genau, hier. So, open the door. So, jetzt wieder runter in die Knie, damit wir nicht so einfach entdeckt werden. Und jetzt wieder schleichen. Psst. Verdammt, das sind welche. Fuck. Du hast Blut an den Schuhen. Tatsächlich? Das ist schreckliche Arbeit. Die Order kam direkt von Gringo. Glaub, ja. Den kann ich mir packen. Wenn ich nicht solchen Schiss vor ihm hätte, wäre ich schon lange weg. Er sagte, ich soll denken, es ist schaffe. Er sagte, wir dünnen nur die Herde auf. Schrei bloß nicht, sonst bist du da down. Und dran. So, gib mir deine Tasche. Was hast du denn da? Ein Speicherstick. Schauen wir uns den mal an. Mr. Mace, was haben Sie dies vor 10 Minuten von einem Angestellten eines der ESPs erhalten, die bis zur Übernahme durch uns für Colinetech tätig waren? Ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt Sorgen wegen eines FBIs machen müssen. Aber möglicherweise wenden Sie sich an das Büro für Verbraucherschutz. Was sollen wir machen? Wir brauchen weitere Ressourcen, wenn wir weiterhin als Internet-Startup auftreten sollen. Oh Gott, das ist noch einiges. Diese Trottel von der russischen Mafia haben vor, den betreffenden Angestellten zu Hause zu überfallen und ihm die Kehle durchzuschneiden. Lieber Gott, diese Kerl verursachen mir eine Gänsehaut. Sven, ATT, Störungen beim Serverbetrieb.
Naja, soll ich eigentlich, ich hab eine Frage an euch. Soll ich immer die Speichersticks vorlesen? Schreibt so einen Kommentar. Wollte ich eigentlich nicht mehr machen, so Kommentar um Bettelei, aber naja. Ich hab da doch was gesehen. Oh, nein, nein, hoffentlich finden sie den Körper. Die nehme ich schnell mit. Schnell mit, renn! Nehm diesen Körper mit. Nehm diesen Körper schnell mit, sonst wirst du ertappt, Sam Fischer. So. Sein Kollege ist unbeeindruckt. Okay. Da war ich. Nein! Ach du Wichslappen, komm bloß nicht her. Ich warne dich. Das macht keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Hörst du den Schuss oder dein Kollege? Danke. So, alles Arschlöcher hier in diesem Parkhaus. Nein, sie schießen immer gleich auf die Leute. Wir sind nämlich in einem Schwulenbar, wo man auf andere Leute schießt. Lachwitz. So, flack dich hier hin. Hier ist Medikit, habe ich gesehen. Mitnehmen, ist immer gut. Wieder so ein Hacker-PC. Wo ist der andere Kollege? Hier, der hat uns erwischt. Der, ich glaube, ein Objekt. Okay, eine Flasche. Cracker Bottle. So, wo geht's jetzt lang? Vielleicht soll ich einen Georgier fragen, oder? Nee, wir sind hier in der USA noch. Scheiße USA. Ah, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin nicht hochgekommen sind, okay. Die Frage ist, wo geht's jetzt lang? Hier geht's nicht weiter. Hier glaube ich geht. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Würde ich das zum ersten Mal jetzt spielen, würde ich denken, dass wir hier durch dieses über dieses Rohr müssen, sodass wir über den Stacheldraht kommen. Aber das weiß ich, dass es nicht so ist. Wo geht es jetzt weiter? Ah, hier geht's weiter. Wir müssen hier nach draußen. Das heißt, die Flasche können wir vergessen. Ciao, Flasche. Du wirst mich immer an Eminem erinnern. Crack a bottle. Oh je. Wenn wir hier runterfallen, ist es ungar. Ich speichere lieber. Puh. Okay. Okay. Moment, ich zeige euch schnell was. Ich glaube, das ist diese Karte, die... Jetzt müssen wir... Parkplatz. Jetzt sind wir hier auf dem Kran wahrscheinlich. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier aufs Gebäude rauf? Nee, das glaube ich eher nicht. Hier geht's weiter. Oder? Ja. Dreh dich um. So, dann so. Nein, nicht so. Ich wollte, dass du dich so mehr dranhängst. Das ist mir ein bisschen... Ja, unsicher. So, sowas kann ich auch in Real Life, Leute. Und mache ich jeden Tag übrigens. Gut für die Armmuskulatur. Kann ich nur empfehlen. So, wenn wir jetzt runterfallen, dann hat Kalinatech einen Schaden an Glas in ihrem Gebäude. Ein Glasschaden. Da müssen sie zu Karglas gehen. Lustig. Wollen wir mal uns spaßeshalber mal runterfallen lassen? Ich mach's einfach mal. So, lass fallen. Lass fallen. Suizid. Okay. Ein bisschen Spaß muss sein und weiter geht's. Ach verdammt, hier geht's gar nicht mehr weiter. Was blockiert uns da jetzt den Weg? Hä? Hä? Also, jetzt dann musst du dich wieder so machen. Okay, wir waren vorhin schon richtig. Oder ist doch richtig so? Weiter zu 6. Wie viele Kurzschlüssel sind eingezogen? Das ist unser Siebter. Hä, was? So, wo sind wir jetzt? Das haben wir verloren, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt bleiben wir hier den ganzen Tag, jetzt müssen wir die Feuerwehr rufen. Hast du dein Handy dabei, Sam? Schon wieder diese Chunk-Cola. Die verfolgt uns in jedem Level. Scheiße, wo geht's? Ah, okay. Hier geht's weiter. So, und jetzt, wo geht's jetzt weiter? Ziemlich cool gebaut ist dieses Level. Erinnert mich ein bisschen an Prince of Persia, wo man durch Gebäude und so, ne, überall durch Gebäude springen können, oder Assassin's Creed auch. Obwohl ich Assassin's Creed noch nie gezockt habe. Auch wenn es ganz gut sein sollte, habe ich gehört. Da ist ja neulich der 3 herausgekommen. Assassin's Creed 3, wenn ich mich nicht täusche. Ach komm schon. Wo geht's jetzt weiter? Hier? Nee. Hier? Darunter? Nee, das glaube ich nicht. Oder vielleicht doch? Ich schaue einfach mal. Sicher, dass er tot ist? Alter, man kann sein Gehirn sehen. Natürlich ist er tot. Was ist mit dem Code-Dings? Dem Schlüssel? Ja, Code-Schlüssel. Ich habe ihn. Ist kaputt. Gehen wir. Schaut bloß nicht aus dem Fenster, Leute. Sonst erlebt ihr einen Bleihagel. Gut.
So, sollen wir das Fenster einschießen oder was? Das wird die aber anlocken. Ich mach's einfach mal. Was war das? Euer Fenster ist kaputt. Ich glaube, ihr solltet ein Glaser holen. Geht zu Karglas. Karglas operiert. Karglas tauscht aus oder so ähnlich. Karglas kastriert. Karglas kackt aus. Schön da draußen, ne? Ja, jedes Glas hat auch mal einen Sprung. Jedes Glas hält nicht ewig. Habe ich den PC doch zerstört? Das wäre ja super geil. Ey, geh weg. Geh weg. Ruf ein Glaser an und geh weg, ja? Nicht PC spielen. Geh weg. Wer spielt denn heutzutage noch PC? Ist doch voll altmodisch. Geh raus. Ja, geh, genau, verpiss dich. Nein, schau nicht zurück. Nein, nein. Geh weg, geh Gott, weg. Ich brauch was zu trinken. Ja, du brauchst was zu trinken, genau. Geh an einem Getränkespender und hol dir was. Aus, geh weg. Oder geh nach draußen. Draußen regnet es. Da kannst du auch Pfützen trinken. Das machst du doch so gerne, oder? Ach, scheiß drauf, ich kann jetzt einfach noch rein. Hey, was ist das? Tja, Fenster kaputt. Oh, safe. Eiskalt ist das, Sam. Tut eiskalt die Fenster zerstören. So. Scheiße, und jetzt? Nicht PC spielen! Was schaust du denn da an? Mein Let's Play schaust du wahrscheinlich an, richtig? Und weißt immer noch nicht, wo ich bin. Ja, genau, geh ruhig. Hol dir was zum Trinken und geh. Mal rein. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zurück, sonst bin ich sehr sauer auf den. Vielleicht war es nur ein Schatten. Ja, genau, es war ein Schatten. Hier war ein Schatten, genau. Oh. Oh, verdammt. Komm ich da jetzt nicht rein? Ich will da rein. Na los. Geht es jetzt nicht? Ich dachte, man muss da rein. Hm. Dann gibt es einen anderen Eingang irgendwo. Hm, vielleicht muss ich da unten rein. Nee. Wo denn dann? Also, kannst mir gar nicht erklären, wie es jetzt weitergehen soll. Also hier. Spring doch endlich! Selbst ein Kleinkind kann da rein springen! Sam ist eine Intelligenzbestie. So, jetzt das Ganze nochmal. Gott, ich brauch was zu trinken. Ja, hol dir was. Verdammt, wie geht's da jetzt lang? Sind wir jetzt falsch irgendwo runtergefallen oder was? Scheiße, dann müssen wir das ganze Level ja nochmal machen. Hier vielleicht? Ich versuch's mal hier. Ah. Vergessen wir es. Nein, du Wichslappen. Geh weg. Tja, braucht 2 Sekunden, bis du erstmal den Schutzmechanismus findest, was? Tja. Kalinatech, wir brechen bei Kalinatech ein. So. Safe. Also die Musik hat Style. Die Musik hat Style. Warning. Blub, 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 Metalldetektor erhöht. Sollen wir durch oder nicht? Und ich mache mal schnell Pause. So, hier bin ich wieder weiter jetzt. Und ich glaube, ich gehe mal durch den Tee. Kein Alarm? Das wundert mich aber jetzt so. Naja. Ah! Hä? Aim? Ah! Ich dachte, der schießt gerade durch die Wand. Scheiß Wallhacker. Ah! Wallhacker, versteht ihr? Hacker. Alter. 1000 Schüsse, kein Treffer. Nein! Oh, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja, komm her. Komm, komm, put, 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 put. Nein, komm du, put, put, put. Sie sind so gut wie tot. Nein, du bist so gut wie tot. Komm her. Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken. Ja, verdammt, ich riskiere das jetzt nicht. So, jetzt, komm, komm, jetzt riskiere ich. Dein Hühnchen hat dich gerade fertig gemacht. Was hast denn du da? Eine Dose, toll. Red Bull ist gut. Toll. Cola, okay. Gin Cola, dann toll. Hä? Das widerspricht allen Gesetzen der Physik. Naja gut. So kann man auch seine Kollegen aufräumen. Da könnte sich Sam ein Beispiel dran nehmen. Jetzt öffne schneller. Ach komm, wie viele Dinge muss ich denn? Ah, natürlich, komplett. So. Wahrscheinlich ist da gar nichts drin, ne? Fische! Oh!
Ups. Du hast ihn abgeknallt. Oh oh. Letzte Woche Kanone. Fische, helft mir! Wer von euch ist Nemo? Ich nenne dich Nemo. Was war das? Verdammt! Ich beschütze jetzt... Oh oh. Ich beschütze die Fische. Schwimm, Nemo! Oh. Wo sind sie jetzt? Ah! Oh, hast du mich erschrocken? Kleine Wichslappen. Öffne die Tür. Dann kriegst du den Bleihagel. Das kennen sie sich schon selber. Also, die klauen mir meinen Job. Erst mir meinen Job klauen. Hallo Nemo, darf ich dich mitnehmen? So, Tür öffnen. Ich glaube, ich sollte die Leichen verschwinden lassen. Nee, komm. Oh, ich habe Schaden gekriegt. Soll ich die Leichen verstecken, ja oder nein? Ich meine, es wird euch wieder nerven, wenn ich die Leichen jetzt verstecke. Aber andererseits wird es euch noch mehr nerven, wenn wir später nichts mehr drauf haben. Und alle Leichen gefunden werden. Hä? Ich habe kein Wort zu dem, was er gerade gemacht hat. Also manchmal ist Sam dümmer, als er aussieht. So, was, wo sind wir denn hier jetzt, ja? Was sucht hier ein Basketballkorb bei den Rechnern? Da müssen sie aufpassen. Hey, Munition, ist immer gut. So. Schon wieder Cola. Coca-Cola. Nee, Chin-Cola. Also geht mir die Chin-Cola auf diesen Sack. So, okay. Ich glaube, die Leichen sollte ich hier am besten verstecken, wenn ich es mal machen. So, ich glaube, ich mach's. Ich mach's. So Leute, das wird jetzt euch zwar jetzt ein bisschen nerven, aber ich mach's jetzt einfach. Oder? Nee, komm, ich mach's nicht. Scheiß drauf. Scheiß auf die Leichen. Oder wisst ihr was? Ich speichere einfach mal. Und wenn eine Situation kommt, wo das dann nicht mehr Freedom ist, wo wir einfach abballen können, dann, ja, dann werde ich die Leichen verstecken. Hallo Nemo. Oh, das ist Dory. So, habt ihr irgendwas? Tasche. Wieder so ein USB-Stick. Oh nein, es ist Haftmine. Oh oh. Tasche, was hast du? Speicherstick. Schauen wir uns den Speicherstick an. Russland. Pavin sagt, er hätte sich über die Haftminen informiert. Ich will bloß sicherstellen, dass du alles genau verstanden hast. Diese Dinge sind extrem gefährlich. Das ist kein Spielzeug. Die Minen haben einen Bewegungsmelder, die alle halbe Sekunde einen Infrarotpuls aussendet. Wenn du dich während dieses Impulses zu schnell bewegst, bist du tot, aus Rusan. Wenn du die Mine an der Wand anbringst, wird sie automatisch aktiviert. Sie gibt dann für eine Sekunde einen Piepton ab und danach für eine weitere Sekunde einen durchgehenden Ton. Danach ist sie scharf und gefährlich, also bring sie an und dann nicht sie weg. Falls du eine Mine versetzen musst, beweg dich ganz langsam auf sie zu und greif nur nach ihr, wenn das grüne Licht leuchtet. Das ist wichtig, greif nur nach der Mine, wenn das grüne Licht leuchtet. Wenn das Licht plötzlich schnell blinkt, hast du es vermasselt. Falls das passiert, renn um dein Leben. Sei vorsichtig, Russland, ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist wahrscheinlich seine Mutter, die das geschrieben hat. Oh. Right. Scheiße. Ist hier irgendwo eine Mine? Ist das eine Mine? Ja, das ist auf jeden Fall eine Mine. Und hier ist hier. Ich mache mal wieder ein Safe. So, und jetzt... Chin-Cola. Hey, Medikit. So, verwenden wir es gleich. Haftmine und Medikit. Okay. Mit der Haftmine können wir ein paar Fallen stellen für die Gegner. Und die sind auch so dumm, die fallen auch immer drauf rein, wenn man es deplatziert. Hä? Ist das ein Aufzug? Ja. Hä? Ja, gut. Ab ins nächste Level, sage ich einfach mal. Wir haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Haftminen? Über Codeschlüssel? Wäre ein Versuch wert. Haftminen? Ah! Habe Feind gesichtet. Ach, leck mich doch am Arsch. Aufpassen. Auf was sollt ihr aufpassen? Dass ich jetzt hier keinen Mutanfall bekomme und euch umbringe. Alter! Wo? Scheiß Hacker. Das meine ich jetzt ernst. Hacker.
Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Wäre ein Versuch wert. Hehe, da ist es dunkel. Was macht ihr da? Am PCs? Ich bin der Beschützer der PCs. Hallo? Du hast mich vorhin getötet. Komm her. Ja. Die armen PCs, die haben euch nichts getan. So, nochmal ein Speicherstick. Nein, das ist der falsche. Mr. Masse, ich wollte Sie nur noch mal über ein paar Dateien hinweisen, die unter den... Und ich mach mal schnell Pause. So, hier bin ich wieder. Vor dem Timofei. Was? Timofei. Timofei. Hört sich so chinesisch an. Timofei. An Philipp Masse. Gesendet 20. Oktober 2002. Achso. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich weiß, ich bin ein 00er-Kind, deswegen... Ja, okay. Uhrzeit 2 Uhr 5. Betreff letzte Übertragung. Mr. Masse. Ich wollte Sie nur noch mal auf ein paar Dateien hinweisen, die unter den FTP-Übertragungen von Dagatis PC waren. Das Kürzel TSA. In den Datennamen steht das für Transportional Federation Security Administration. Wir glauben, es sind Bestätigungen der CIA über die digitalen Zugangsschlüssel für die nationalen Luftverkehrsserver. Können Sie das gebrauchen? Wollte nur sicher gehen, dass Sie es gesehen haben. Timofei. Timofei. Okay. Das ist also Timofei. Hallo Timofei. Ich habe Timofei getötet. Hihihi. Nein, wir werden noch mehr Chinesen töten im nächsten Level. Voll rassistisch. So, ist hier was am Computer dran? Irgendwas? Ein Speicherstick oder sowas? Nee. Der arme PC. Du hast den PC zerstört. Aha, aha. Vielleicht ist hier irgendwo ein Quest-PC, den wir brauchen. Nee, okay, hier ist nichts. Ich mache mir wieder ein Save. Das war jetzt einigermaßen schwierig jetzt. Okay, und... Oh nein. Ach, das sind diese Typsen da. Hallöchen, na, wie geht's euch? Ja, ihr habt Angst, ne? Habt Angst, wenn ihr euch bewegt, werdet ihr sterben. Ich demonstriere euch mal kurz, was Haftminen überhaupt machen. Hallo! Oh, oh. Entschuldigung, war Absicht. So. Langsam, 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 langsam. Und? Jetzt da! Nein! Ah, das ist immer ein bisschen Glückssache. Wir müssen sie nämlich immer mitnehmen, wenn es grün blinkt. Haben wir ja vorhin gelesen an dieser Gebrauchsanweisung. So. Okay. Ich habe euch gerettet. Es gibt mir 1000 Euro. Ich brauche einen Codeschlüssel. Wir haben keinen. Warum sollte ich das glauben? Es gibt eine Bombe. Was? Spitznutz haben sie gelegt, um die Datenarchive zu zerstören. Wenn sie explodiert, fliegen die Gasleitungen und das Gebäude in die Luft. Wie komme ich dorthin? Sie brauchen den Schlüsselcode für die Tür. Ich glaube, er lautet 33575. Oh oh. Wer ist das? Geht weg! Eine Bombe! Nein! Wie komme ich dorthin? Sie brauchen den Schlüsselcode für die Tür. Ich glaube, er lautet 33575. Tut mir leid, aber ihr müsst sterben. Im Namen des Gesetzes. Call of Duty. Ach was. Ich hab genug Zeit. 3, 3, 5. Keine Ahnung. Ah! Okay, hier. 3. Was? Normal. Ich muss mal kurz schauen. Ich hab so ein Kurzzeitgedächtnis. 3, 3, 5, 7, 5. Okay. 3, 3, 5, 7, 5. Schnell, die Bombe tickt. Die Bombe tickt! La 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 la. So, hier scheint sie zu sein. Na verdammt, Dietrich. Ah, jetzt aber, ich mag keine Bomben. Da steht man immer so unter Zeitdruck. Adrenalin! Nein, jetzt ihr da! Nein, jetzt! Ach komm, wie viele Dinger sind denn das?
Und der letzte. Okay, Dietrich knacken extremus, safe. Wo ist die? Wo ist diese scheiß Bombe? Oh, schön warm. Toll. Ah, verdammt, ich muss da drüber jumpen. So ungefähr. Okay, Modell Al-Qaida. Sehr interessant. Tja, netter Versuch, Al-Qaida. Gute Arbeit, Fischer. Oh, ich werde mich die Terroristen verfolgen, wenn ich nachdem ich es zerkappe. Ich habe mich in die Energiesysteme gehackt. Irgendjemand hat die Stromzufuhr der Feuerschutztür unterbrochen. Du wirst die Türen also nicht öffnen können, bis du die Quelle der Störung gefunden hast. Details auf deinem Offset. Erstmal platziere ich eine Raftmine. Moment, geht es? Ich verstehe es nicht. Du verstehst gar nichts. Geh zurück in die Grundschule. Also, ich habe immer noch einen Taser. Nee, ich habe das falsche. Das ist, wollte ich eigentlich. Oh oh. Ich knall dich ab. Ich schwör's dir. Klingt, als hätte jemand Schwierigkeiten. Ach, was? Halluzination. Hallöchen. Und tschüss. Arrivederci, Bitch. Ja, und jetzt? Oh, der hat nix. Codeschlüssel. So, es sieht wieder aus wie so ein Kino oder sowas. Ne, das ist hier ein Präsidentenpult. Wollt ihr den totalen Krieg? Okay. Okay, safe. Sieht ja ziemlich risikoreich hier unten aus. Habe jemanden im Herdal gesehen? Vielleicht ein Eindringling. Brauchen wir sofort Unterstützung. Sam, was hast du denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Okay, okay, keine Panik. Kommt her! Na, wo ist euer dritter Kollege? Da ist er. Gims! So! Du schreist wie ein Mädchen. Ah, eine Tasche. So, nochmal ein Speierstick. Na, nicht das, hier. Timo Fey, du unfähiges Arschloch. Was denkst du dir eigentlich? Mir E-Mails über eine unsichere Verbindung zu schicken? Benutz Pretty God's Privacy oder hör auf, mir deinen Müll zu schicken. Falls du mir noch einmal eine unverschlüsselte E-Mail schickst, sorge ich dafür, dass Greco dir ein paar blaue Augen verpasst. Philipp Masse. PS HDL. Natürlich kann ich die Luftverkehrsdateien gebrauchen. Smiley. Okay. Komische E-Mail. So, ist hier irgendwas? Computer oder sowas? Ein Medikit. Ah, oh, Splittergranate. Wow, ich hab da gerade Splittergranate. Splittergranate. Scheiß Terroristen haben immer Splittergranaten. So, ist hier noch was? Amerikanische Terroristen. So, okay, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr drin, ne? Oh, Medikit sollte ich vielleicht nehmen. Hab ich's genommen? Nee, jetzt. Okay. Wissen wir eigentlich den Code dafür, für dieses Code-Schloss? Eigentlich müsste er selber einfach nur reinscheißen und dann würde das Code immer aufgehen, weil das heißt ja Code-Schloss. Versteht ihr? Code-Schloss. Wollten das... Scheiße. Wo ist der Code dafür? Ist es derselbe? 3, 3, 5, 7, 5? Scheiße, nein. Fuck, wo finden wir jetzt den Code? Ich hasse diese Codes. Oh, ist dieser Code. Code. Oder müssen wir einen verhöhen? Scheiße. Wir haben, ja, aber wir haben alle getötet. Wir werden niemals mehr den Code-Ding herausfinden. Vielleicht ist er ja irgendwo noch. Schalter benutzen. So, haben wir jetzt irgendwas gemacht? Ach ja, stimmt. Wir müssen das irgendwie machen. Genau. So, und jetzt, wir haben neue Sachen auf dem Offset. Oder? Ne, Ziele. Finden Sie Ivan, bevor die Russen ihn töten. Verstanden Sie sich, blablabla. Hat jemand von euch den Codeschluss? Codeschluss. Der möge sich jetzt melden. Hast du den Codeschluss? Nein. Du? Nein. Du? Oh Gott, ich sollte nicht so viel schießen. Ich habe noch 7 Schüsse. Wieder so ein Junkie-Spruch. Hey, Alter, sei vorsichtig mit der Munition. Du hast noch 7 Schüsse.
Das kann ich nur hoffen, dass wir... Du! Den müssen wir verhöhlen. Bewegt sich da etwas? Nein, bewegt sich nichts. Das ist noch Raufbefehlisation. Ich bin beim Wortspiel. Ich habe eine Leiche entdeckt. Schön für dich. Habe Feindgesichter. Leck mich am Arsch. Gut, dass ich sie gespeichert habe. Was ist das? Ich muss den verhöhen, aber ich krieg den nicht raus. Geh raus. Ich habe eine Leiche entdeckt. Schön für dich. Sagst du, es ist auch deine Mutter, wenn sie Geburtstag hat? Tja, was machst du jetzt, hä? Oh oh, oh oh, oh, wie hole ich mir den Wichsellappen jetzt? Jetzt kann ich ihn mir krallen. Safe! Nein, nicht umdrehen, du Lappen! Lappen, das dreht sich schon ins Block, Alter. Ey, du umgemittelter Penner! Was soll die Scheiße? Bring dich einfach nur um, ja? Ah, keine Money mehr. Nein, er hat noch Money. Lappen. Wie kriege ich den Lappen? Ey, du Lappen, komm her. Ist er. Ja, ich habe ihn. Ach, geil. Was? Ich muss ihn gar nicht verhöhnen. Schwul. Na gut, dann leg dich pennen. So, hier deine Tasche. Das ist wahrscheinlich das Schweißstick. Eine Notiz. So. Ja, also 1250. Das könnte man als Jahr nehmen. Was ist denn im Jahr 1250 passiert? 1200. Nein! Das ist wahrscheinlich das Geburtsjahr von dieser. Von diesem Typen da. Nein! 1250. So. Okay. Tschüss, offen und weiter geht's. Carolina Tech, also schon eine Karte eigentlich. Ich hab was gehört. Nein, das war deine Mutter, die du gehört hast. Ich will was trinken, warte. Verdammt. Verdammt, verdammt, geht weg. Geht endlich weg. Verdammt, geht weg. Ich mag euch nicht, geht weg. Geht weg, ja. Ich glaube, eine Haftkamera würde mir jetzt helfen. Raufkamera? Wo ist die Raufkamera? Hier. So habe ich es ausgerüstet. Nein. Raufkamera, wo ist die? Hier. So, dann schauen wir uns das mal an. Ich verstehe es nicht. Tja, du verstehst vieles nicht. Okay. Wo sind wir denn? Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gerade ist. Na gut, können wir die jetzt auch irgendwie... Ah, alter Schwede! Jetzt anders machen sollen, ich hätte mir den krallen können oder sollen. Wow, panzersicheres Glas! Die haben auch wirklich an alles gedacht. Oh! Was wollen Hacker mit Waffen? Ihr könnt doch nicht mal Call of Duty spielen, wie wollt ihr dann mit Waffen umgehen? Oh, hi. Lebst du noch? Ja. Kannst du sprechen? Ich will hier nicht sterben. Bist du Ivan? Wer? Nein. Es tut weh. Bitte helfen Sie mir. Oh. Die Hilfe kannst du, glaube ich, jetzt kann Sam es, glaube ich, sparen. Ein Objekt. Wow. Ich habe jetzt Lust auf Pool-Billiard. Wollt ihr Pool-Billiard spielen? Schreibt so einen Comment. Nee. Dann mach ich ein Let's Play Pool-Billiard. Lustig. So, hier müsste ein Medikit-Zone sein. Ja, oh, sogar zwei. Ach, wie schön. Ich liebe Krankenstationen in Spielen. Eindringlinge. Ach, leck mich. Leck mich mit deinem Eindringling. Sollte nicht so viel Bollard, hörst du mich? Bollard, ich habe was gefunden. Ein Computer mit einem geöffneten Fenster auf dem Feuerschutzsystem steht. Bollard, bist du da? Zwecklos. Ich muss mal kurz an den PC. Dreh ich bloß nicht nach links. Ah, schöne Waffe hast du da.
So, mal schauen, was du da hast. Scheiß Hackerprogramme. Die lösche ich alle runter. Gut gemacht, Fischer. Durch das Öffnen der Türen hast du dir aber auch den Russen den Weg zu Ivan freigemacht. Du musst unbedingt als Erster bei ihm sein. Nochmal einen Speicherstick. Ja, wir haben ja genug Zeit. Ich schaue mir nochmal ein paar Speichersticks an. Gringo, ich bin alle Dateien, die wir aus der Odokotis-Gerechnung gezogen haben, sorgfältig durchgegangen. Und diese Arche ist nirgendwo erwähnt. Ihre Nachricht deutete an, dass die CIA dies mit ganz oben auf ihrer Liste ja möglich mit Drohungen führt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir werden Dagatis PC weiter überwachen. Und das Beste hoffen. Ich habe große Bedenken dagegen. Und zu versuchen, ein zweites Schlüsselloch in Dagatis Datenkanäle einzufügen. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal so ein Glück haben werden, wie bei Dagati. MFG, Alverti. Naja, wo geht's denn jetzt weiter? Hier. Hallöchen? Ne, hier kommen wir her. Ja, da kommen wir her. Ich habe ja hier eine Spur gelegt, ja, mit Leichen. Eine Leichenspur. Missionsupdate. Um unsere Herrsche abzusichern, haben wir das FBI eingeweiht. Wir werden Ihnen Ivan überlassen. Und was soll ich dann hier? Ivan ist Techniker. Alles, was wir brauchen, um Nikolaze zu finden, ist Ivans Codeschlüssel. Hol ihn und wir sind fein raus. Ja gut. Oh, hoffentlich ist hier jetzt niemand im Treppenhaus. Das wäre jetzt fies gesetzt von den Machern von Ubisoft. Wir haben diese Bank schon gecheckt. Vielleicht haben wir was zu übersehen. Wir machen es nochmal. Wie hätten wir denn was übersehen können? Hör mal. Diese Order... Ja, aber... Macht das Licht aus! Nichts. Moment noch, ich muss so dringend aufs Klo. Beeil dich. Cola, Chunk, Chin Cola, du wirst mir jetzt helfen, hier rauszukommen. Ey, das hätte sogar ein tauber Wichslappen gehört. Alter. Habe Feind gesehen. Natürlich. Sag mal, Balls. Ach, jetzt kommt ein Kollege, natürlich. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass er nicht kommt. Und natürlich keine Munition mehr. Nein! Ich bin nicht ein Hühnchen. Ich bin kein Hühnchen. Don't call me a chicken. So. Oh. Tür öffnen. Okay, der Kollege musste mal kurz pissen gehen. Ich auch. Okay, das hatten wir ja schon mal. So, Klo verstopfen. Wo ist denn hier eine Klorolle? Das mache ich in der Schule auch immer. Nee, Spaß. Ein paar Leute aus meiner Schule machen das immer, weil sie so unreif sind und nichts drauf haben. Wem sprichst du? Wer ist da am Telefon? Bitte nicht! Sag mir wer! Hier! Ich will das... Wer ist da? Ja, oh. Ich hab dir den Arsch mal wieder gerettet. Oder was heißt immer wieder? Ich rette dir den Arsch zum ersten Mal gerade. So, Tasche her. Oh Gott, wir haben bald keine Munition mehr. Das wird dann später lustig werden. Bist du Ivan? Ich... ja. Sind Sie Amerikaner? Polizei? Ja und nein. Die Polizei ist auf dem Weg. Bis dahin bin ich dein einziger Freund. Aber kein sehr enger. Wir müssen gehen. Schnell. Sie werden uns finden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will deinen Codeschlüssel. So war das nicht abgemacht. Die Abmachung steht, man wird dich lebend finden, aber zuerst will ich den Codeschlüssel. Das ist nicht, was ich mit der Frau am Telefon abgemacht habe. Versuche ich dir zu erzählen, wie man Zivilisten abschlachtet? Was? Das tue ich nicht. Also versuch du mir nicht zu erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Die Polizei ist auf dem Weg und du wirst es überleben. Gib mir den Schlüssel oder ich nehme ihn. Das war nicht abgemacht. Glaube, das sagtest du bereits. Hör mal, gib mir einfach nur den Schlüssel. Ich hasse es, Leute zum Schreien zu bringen. Davon bekomme ich nur Kopfschmerzen. Hier. Danke. Jetzt such dir ein gutes Versteck, bis die Polizei kommt. Verdammt! Fischer, das wird dir gefallen. Es macht mich nervös, wenn du das sagst. Die Russen sind im oberen Geschoss verteilt. Du wirst ein bisschen aufräumen müssen, bevor die Osprey landen und dich da rausholen kann. Cool. Weg! Was? Sie haben den Schlüssel. Was denn noch? Ach, geh weg. Ich muss mir jetzt die Hände waschen. Erstmal den Schlüssel, den muss ich waschen. Von dem Herpes, den du da in deinen Fingern hast. Ja, da besteht die Gefahr, dass ich durch den Schlüssel mir selber Herpes zuziehen kann.
Oh! Okay, sie brauchen einen neuen Drucker. Kalinatech braucht einen neuen Drucker. Wer bezahlt? Nemo ist wieder hier! Nemo! Yay! Aufzug! So. So, welches Stockwerk denn? Ich gehe mal nach oben. Richtig? Wahrscheinlich falsch. Und jetzt stehen da 1000 Feinde vor dem Aufzug, die mich dann... Ah, richtig, cool. Das sind die Baupläne. Ich kann alles entziffern, was da steht. Nämlich überhaupt nicht. Scheiße, jetzt fängt es zum Laggen an. Ich hab da doch was gesehen. Das sagst du jetzt schon zum zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich es auch schon verstanden. So. Zum ersten. Zum zweiten. Ich spare jetzt Munition, indem ich den Headshots verpasse. Ah! Boah! Ah, da! Dankeschön, dass du mir so so einen Schaden zufügst. Nicht nur einen körperlichen, auch einen seelischen Schaden fügst du mir dadurch zu. Uiui, langsam fange ich an Bullshit zu reden. Naja. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Und hoch mit dir. So, das Level haben wir gleich geschafft, Leute. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, und jetzt, wo geht's jetzt lang? Hier? Ja, das sieht gut aus. Jetzt bist du blöd, über so ein Seil zu gehen. Über so ein Stahlseil. Whatever. Hä? Hä? Ja. Sam ist dumm. Nein! Ah. Wo geht's jetzt? Lang. Lass los. Ich weiß, du willst dich nicht fallen lassen und hast Höhenangst, aber du musst loslassen. Ach, weißt du was? Häng dich einfach nach oben und lass mich in Ruhe. Ach Gott, dieser Leck, der stört mich jetzt ein wenig. Gleich falle ich runter. Lalalalala. Das erinnert mich jetzt an der Ölplattform, wo wir an jedem Pixel uns balancieren konnten. Na toll, hier kommen wir her. Das ist ja mal wieder super. Moment, Tasche? Ich habe da gerade Tasche gelesen. Tasche? Oh, Tasche. Tasche? Nix Tasche, war wohl eine Einbildung. Ah. Warum leckt es jetzt so? Die Map ist jetzt doch gar nicht mehr so groß, es ist nur ein kleiner Abschnitt. 4 FPS, 3 FPS, wisst ihr was? Ich mache mal kurz Pause. So, Pause ist vorbei. Und es liegt immer noch, aber ist mir egal, das Level ist eh gleich vorbei. Jetzt geh nach oben. So, jetzt... Bist du zu blöd, dich jetzt auf an den Stahlträger zu hängen, oder was? Komm her. Kann so nicht arbeiten. Nicht mit Sam. Sam ist so inkompetent. Und das Spiel auch. Ein FPS gerade. Ich klatsche jetzt einfach mal so. Willkommen bei Let's Play Splinter Cell in Zeitlupe. Nein. Ausgerechnet im letzten Sektor fängt das Spiel zum Laggen an. Wisst ihr was? Ich starte das Spiel schnell neu. Dann ist es gefixt. Hoffe ich zumindest. Ansonsten gibt es wieder ein paar Freakouts. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Und es geht weiter. Hab die Parts auch ein bisschen konvertiert. Wir haben jetzt wieder einen Speicherplatz. Ich glaube, ich kann sogar gleich das nächste Level anfangen, wenn ich Lust habe. So, jetzt frage ich mich, wie es hier weitergeht. Weißt du es zufällig, mein lieber Kollege? Oder soll ich sagen Genosse? Genosse. Nee, wie Quatsch. Wir sind ja in den USA. Oh, hier sieht es schon mal gut aus. Ich glaube, hier geht's lang. Na los, Sam, nicht so schüchtern. Na los, jetzt, na also. Hier rüber, glaube ich. Oder? Ja, das sieht ganz danach aus. So. Moment. Ah, das ist der falsche Weg. Toll. Okay, Nachtsicht aus. Okay, dann wird's wohl... Jetzt jump doch drüber, Mensch! Gott, ich hasse Sam! So, jetzt, hier ist es richtig, genau! Lass los! Nicht so schüchtern, so! Medikits! Genau sowas brauchen wir jetzt! So! Oh. So, was mag der Sam? So, ich mache mal wieder ein Safe. Hier sind Feinde in der Nähe. Ah! Wenn man von Teufel spricht, da sind sie. Ich freue mich schon auf morgen.
So was Schreckliches habe ich noch nie gemacht. Ich schmeiß einen Bus auf den Kopf. Scheiße. Hier. Seltsam. Ja, komm, geh weg, genau. So, sind eine Granate. Granate? Hallo? Und der ist abgelenkt. Das Medikit hätte ich jetzt auch noch gerne. So, wo ist sein Kollege hier? Ich hab dort, ich habe Feind gesichtet. Nein, hast du nicht. Wow, keine Schüsse mehr. Wir sind jetzt komplett, ja, jetzt haben wir nur noch, andere Hilfsmittel als diese Schüsse. Wir haben Ringflächengeschosse und Taser. Ich glaube, ich nehme den Taser jetzt. Hi. Tja, da ist noch einer. Na gut, ich glaube, der kriegt ein Ringflächengeschoss ab. So, ich kann doch warten, bis er abgelenkt ist. Ja, ich glaube, das mache ich. Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken. Oder soll ich ihm eine Granate auf den Kopf schmeißen? Wir haben ja auch noch eine Splittergranate. Sie sind so gut wie tot. Nein, bitte nicht. Ach, da ist noch einer. Okay, jetzt muss ich eine Granate schmeißen. Jetzt habe ich ja gar keine andere Wahl. Ach, da ist ja noch einer. Bitteschön. Toll. So, der kriegt jetzt auch eine Granate ab. Ich sagte eine Granate, kein Ringflächengeschoss, wobei. Ich verschwende meine Objekte wie ein Verrückter. Toll. Na gut, der kriegt auch eine Granate. Hinter dir. Ich meine, alle, ich sei ein Hühnchen. Sie sind so gut wie tot. Nein, bin ich nicht. Ich werde weiterleben. Um das Böse zu besiegen. Oh! Das war Kung Fu. Das waren die Kung Fu-Kämpfe von Sam Fischer. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr entdeckt werden. Eieiei. Denn wir sind jetzt unbewaffnet, kann man sagen. Okay, jetzt muss ich auch voll auf Stealth spielen. Hier jemand? Zwei Medikits. Ah, sehr schön. Ist hier noch was? Eine Waffe oder so? Da muss ich jetzt nicht mehr auf Stealth spielen, weil Stealth geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Aber obwohl es auch ganz gut spannend anzusehen ist. Also ich habe bei YouTube schon ein paar Stealth-Videos gesehen. Die spielen nur auf Stealth und werden nie erwischt. Bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich schaffe das nicht so richtig, wie ich es mir vorstelle. Bei mir ertappen sie mich so immer so, ja, schnell. Hä? Moment, safe. Okay, ich höre Musik. Du hast uns doch jetzt nicht entdeckt, oder? Hä? Ey, lass mich doch in Ruhe. Ich habe euch doch nichts getan, außer eure Kollegen umgebracht. Ach, das ist was. Leck mich doch an meinen Nüssen. Hä? Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken. Da ist was hochgegangen. Oder haben Sie mich hier getroffen? Warte hier. Hä? Geht doch irgendwas hoch. Ey, seid ihr bekloppt? Ist das irgendein Sprengstoff, was ihr da habt? Da 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 da. Ich renne jetzt einfach durch. Vielleicht klappt's ja. Nein. Sie sind so gut. Ah, hast du mich erschrocken, Wichslappen. Na, wo seid ihr? Vergessen wir. Hey, bitteschön. Ah, hab dich noch getötet. So, und jetzt kommt dein Kollege an der Reihe. Oh. Boah, der schmeißt hier schön die Granaten. So, jetzt bin ich außerhalb seines Winkels. Jetzt müsste er uns nicht mehr so schnell treffen. Hoffe ich zumindest. So gut wie tot. Hä? Wo ist der? Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken.
Scheiße. Hinter dir. Komm, komm, gut, gut, gut. Nein! Du Wichslapper, ich wollte dich von hinten überraschen. Bei mir funktioniert es mit dem Stealth nicht, ihr seht's. Na toll, ist hier... Moni, ist es Moni? Nee, das ist nur Werkzeug. Nein! Kann ich dann nicht irgendwie diesen... Das ist doch ein... Ein Nagelschießer, den könnte ich doch als Waffe verwenden, oder? Naja. Dieses Spiel legt wenig Wert auf Realismus. Wäre das real, würde ich jetzt einfach... Moni! Oh, das habe ich jetzt gebraucht. Okay, nachladen. So. Genau das brauche ich jetzt. Ich brauche das. Oh, das sind welche. Oh Gott. Soll ich eine Granate schmeißen? Hast doch eine bekommen. Habe ich geraucht. Wann? Wir stehen hier seit einer halben Stunde und du hast nicht... Bitte schön. Idiot. Läuft direkt in die Granate rein. So, jetzt warte ich, bis sie aufhören zu ballern. Peng, peng, peng. Ja, ich habe nur Schießen im Kopf. Ich weiß, das ist ein Schießspiel. Aber ständig zu schießen ist ja auch nichts, ne? Irgendwann werden sie aufgeben zu schießen. Hier ist niemand. Ihr schießt nur auf gar nichts. Ich habe Zeit. Okay. Jetzt kriegt er eins. Moment, ich habe da noch eine Taktik, wie man die ausschalten kann. Und zwar müsste das auch mit Kameras gehen. Anvisieren und... Verschwunden. Verdammt. Er ist verschwunden. Ja, mysteriös, nicht wahr? Er ist verschwunden. Ich weiß, das sagst du schon zum zweiten Mal. Ihr wiederholt euch. Von hinten anschleichen, das geht so nicht, meine Freunde. Moni! Yippie, und eine Dose. Gin Cola. Du kommst auch mit. So. Ach, Moni, für die Pistole haben wir jetzt bekommen. Okay. So, und jetzt... Ich habe in meiner Beschreibung zwar geschrieben, in dem Spiel geht es um Taktik, sonst wird man das Spiel nicht durchspielen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das kann man ohne Taktik durchspielen. Boah, das war knapp. Fast wäre ich da reingestolpert, in diese Mine. Okay, ich glaube, die nehme ich mir mit. Auf eine klone Mine setzen. Mann, wie fies. Vergessen wir, er ist weg. Hä? Sie haben zu viele Haftminen. Verdammt. Boom, da ist was hochgegangen. Ich glaube, hier setzt eine Haftmine hin. Verdammt, ich sagte... Ich glaube, ich lockt jetzt ein bisschen. Oder haben sie sich schon selber gekillt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich schau mal nach. Oh, Tatsache. Der Arme. Geschieht ihm recht. Böse kriegen immer aufs Maul. Böse, die Bösewichte kriegen immer eins aufs Maul. Hier waren wir schon. Echt? Kann mich gar nicht daran erinnern. Ach ja, stimmt, das ist ja dieser Scheißgang. Oh, ich dachte schon, wir gehen jetzt gleich hoch. Hier geht's lang. Jawohl, genau. Okay, hier scheint niemand zu sein. Hier ist wieder ein bisschen Munition, oder? Ja, Munition, genau. Na, jetzt nimm die Munition nicht so schüchtern, Sam. So. Und jetzt wieder runter. Safe. Und raus in den Regen. Schöne Aussicht, ne? Das ist eine schwarze hier. Egal. Texturenfehler. Hm, eine Treppe. Frag mich, wo die hinführt. Natürlich gehe ich nicht unbewaffnet dorthin. Okay, da ist jemand. Psst. Ich glaube, den kann ich mir krallen. Soll ich riskieren? Ich riskiere es einfach mal. Ein bisschen Stealth will ich hier auch noch einbringen in dieses Let's Play. Nicht nur rumgeschieße. Nein! Okay, ich nehme es zurück. Es wird nur aus Rumgeschieße bestehen, dieses Let's Play. Scheiße.
Na komm her. Aus dem Weg. Jetzt weiß ich nicht, ob er von unten oder von oben kommt. Ah, er kommt von unten, wie fies. Und einer kommt von oben. Ha. Wir haben nicht mehr viel Leben, Leute. Ach, der hat überlebt? Tja, das war's wohl. Er lebt noch irgendwo einer, oder? Nee. Aber ich kann mir für sicher, Pandora Tomorrow wird viel mehr auf Stealth spielen. Denn ja, und das nächste Level ebenfalls. Also die nächsten Level werden aus Stealth bestehen. Stealth Mission, ohne erwischt zu werden. Oh mein Gott! Oh nein! Wir müssen ihn retten, sonst hält es nicht lange durch. Mann, wie fies, 2 gegen 1. Man merkt, dass es Amerikaner sind. Sie haben ihn erschossen. Kriegen sie aufs Maul von Sam, höchstpersönlich. Niemand killt einfach die Kollegen von mir. Ja, vielleicht doch. Worauf schießen die denn noch? Haben die nicht gepeilt, dass er schon down ist? Reicht mir mit euch. Ich schieße auf Leni? Nein! Jetzt haben sie mich auch noch. Ich hasse euch. Okay, ich habe nicht mehr viel Leben. Jetzt muss ich sehr, sehr taktisch vorgehen. Ich darf nicht erwischt werden, das ist schon mal klar. Ich muss mich nach oben schleichen. Oje, oje, das könnte eine Herausforderung sein. Ich hätte nicht so viel ballern sollen. So, ich mache mal einen Safe. So. Könnt ihr mir verraten, worauf ich schieße? Vielleicht kann ich einen killen, ohne dass sie mich erwischen. Den hier zumindest. Tja. Ah, da ist noch ein anderer. Okay, den habe ich auch, oder? Ja. So, ich glaube, es muss keiner mehr hier sein, oder? Nee, das waren mehr als die zwei. Na, da ist noch einer. Oh je, er kommt her, er kommt her. Da ist er. Nein! Nein! Leck mich. Leck mich an meinen Eiern, du Spaß. So. Okay, dieser Wichslappen, der... Ich glaube, den schalte ich mit dieser Pistole aus. Nein! Ah! Du bist so dumm, der SM. Deppert. Okay, nochmal. Schnell, Pistole zucken. Zack. Runter. Hier in die Position. Nein, nicht hier. Da in die Position. Ach, lad doch nicht nach, Mann. So. Das war mal wieder heldenhaft von mir gelöst. Oh Mann. Okay. Die Frage ist, wie geht's jetzt hier hoch? Ich probier's mal hier vielleicht. Ob. Weh, du stirbst jetzt wegen dem Fallschaden. Dann raste ich aus. Dann ist Sam so unfähig. Das werdet ihr gar nicht mehr glauben können. Nein, jetzt habe ich... Oh, ich dachte schon, jetzt lade ich diesen Safe. Ich habe die falsche Taste gedrückt gerade. So, hier hoch und... Wo ist denn der Lappen? Sorry, bin ich wieder, mir ist das Spiel abgestürzt. Weil das passiert immer, wenn eine Videosequenz kommt. Kalinitech-Gebäude Langley, Virginia, USA, 1. November 2004, 2.11 Uhr. Dank des Codeschlüssels von Ivan war Grimstad hier in der Lage, den Datenfluss zu einem Atomkraftwerk auf der nordrussischen Halbinsel Kola zurückzuverfolgen. Dies ist der erste Beweis, der die amerikanischen Geheimdienste zu Nikolaze führen könnte.